Hallo Leute, Swadika. Heute kommt wie versprochen die legendär leckerste Mukrata-Soße der Welt. Ihr habt ja gestern schon in dem Mukrata-Hotpot-Video gesehen, wie man das Fleisch einlegt, marinieren kann, welche Beilagen und Zutaten man noch braucht. Den Link zum Mukrata-Video mache ich euch unten in die Infobox und am Ende von diesem Video. Und zu Mukrata oder allgemein zu Fleisch- und Grillgemüsegerichte braucht man unbedingt diese Mukrata-Soße. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Ich verspreche euch, das ist das leckerste Rezept überhaupt. Es geht los. Wir brauchen Sweet Chili Sauce. Hier brauchen wir die Hitze noch gar nicht aufdrehen. Ich hatte die Hitze nur zufällig angehabt, aber das brauchen wir da noch gar nicht. Gefolgt von Sriracha Chili Sauce. Ketchup oder Tomatenmark. Ich habe an dem Tag Tomatenmark genommen. Eingelegter Knoblauchsaft. Der Saft kommt hier von den selber eingelegten Knoblauch von Mami und deswegen war der Saft extra lecker. Essig. Limettensaft. Duftende, leckere, braune Zucker. Salz. Helle Sojasauce und Fischsoße. Duftendes Sesamöl. Und jetzt drehen wir die Hitze auf, verrühren und mischen alles miteinander. Dann seht ihr, wie die Soße jetzt aufkocht. Jetzt können wir die Hitze runterdrehen und dadurch wird die Mukrata-Soße so schön zähflüssig. Und am Ende fügen wir grob gehackte, geschnittene rote Chilis und Knoblauch und Korianderwurzeln hinein. Gefolgt von geröstetem, duftendem Sesam. Jetzt nochmal alles miteinander mischen und fertig. Kurz vor dem Servieren geben wir dann nochmal gerösteten Sesam und Korianderblätter hinzu. Und damit, Leute, habt ihr wirklich die intensivste Geschmacksexplosion Mukrata-Soße überhaupt. Probiert's unbedingt aus und Mami und ich freuen uns riesig über eure Feedbacks, gell? Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir haben euch lieb. Bye-bye.